Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag Marc. Ihr fragt, ich antworte. Heute zum Thema Ei. Das Ei ist was, was uns im Trainingsalltag relativ häufig begegnet. Es geht immer ums Thema Eiweiß und da haben wir viele Fragen. Wie ist das mit den Cholesterin? Wie viele Eier darf ich essen? Wie viel Eiweiß ist in einem Ei? Wie viel Fett ist da drin? Ist das auch gut für Kinder? Und das will ich heute einmal versuchen, mit euch gemeinsam zu sortieren und deshalb machen wir dieses Video. Das Unwichtigste ausnahmsweise mal zuerst, der Cholesterin-Mythos. Lange Zeit hieß es, lange Jahre, man muss fast sagen Jahrzehnte, nur 1 bis 2 Eier pro Woche, vielleicht das Sonntagsei und noch irgendwann ein Ei dazu. Und dann ist es wie immer, da gab es jemand, der wusste das nicht und hat einfach viel, viel mehr Eier gegessen. Und die Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel, die waren im Prinzip gleich null. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie viel Eier ihr esst für den Cholesterinspiegel, weil der Körper dann die Cholesterin-eigene, also die eigene Synthese von Cholesterin reduziert. Und ob man jetzt 10 Eier die Woche isst oder 30, spielt wirklich keine Rolle für den Cholesterinspiegel. Könnt ihr gerne nachmessen. Was wäre jetzt eine Empfehlung? Wie viel Eier sollte ich denn essen? Also es ist durchaus möglich, 3 Eier pro Tag, also 20, 21 Eier die Woche. Das wäre ein gutes Maß. Warum sind Eier so wertvoll? Das ist ja eigentlich die einzige Frage. Ganz einfach. Ja, da war mal alles drin, woraus ein Küken werden soll, beziehungsweise ein Huhn oder ein Hahn. Das heißt, alle Nährstoffe, alle Vitamine, Eiweiß, Fett, Omega-3-Fettsäuren, übrigens nur 4% Kohlenhydrate in so einem Hühnerei, darüber kann man auch mal nachdenken, was den Küken so mit auf den Weg gegeben wird zum Leben. Und insofern sind die Eier extrem wertvoll und sollten eigentlich täglich genossen werden. Für die Sportler unter uns oder für die No-Carb- oder Low-Carb-Fans ist zum Beispiel ein Super-Power-Frühstück 3 Eier und ein Whey-Shake hinterher. Das ist ein Super-Power-Frühstück, da seid ihr super lange satt und könnt hervorragend in den Tag starten. Ja, welche Eier sollt ihr nun kaufen? Wir haben ein bisschen was aufgebaut, eine Kleinigkeit. Die gibt es schon fertig gekocht. Die gibt es auch das ganze Jahr im Bund. Wie sie draußen aussehen, ob braun oder weiß oder bunt, spielt erstmal keine Rolle, sondern das, was drin ist, ist ja wichtig. Und dann gibt es die Eier aus Bodenhaltung, die Eier aus Freilandhaltung und die Bio-Eier. Die Eier aus Bodenhaltung heißt im Prinzip Legebatterie, wenig Platz, wenig Auslauf. Freilandhaltung heißt, dass die Hühner ein gewisses Maß an Auslauf auf jeden Fall brauchen. Und Bio hat die strengsten Kriterien, erstens was das Futter angeht, in Bio-Qualität und auch den meisten Auslauf. Was würden wir jetzt empfehlen? Wichtig ist, dass das Tier sich bewegt hat, wie so oft, wie auch beim Fleisch, und dass das Huhn Gelegenheit hatte, auch mal was Frisches zu picken, weil im Ei kann eigentlich nur das drin sein, was das Huhn gefressen hat. Und deshalb klare Empfehlung, Bio muss es nicht unbedingt sein, nur wenn ihr wollt, aber mindestens Freilandhaltung. Das Huhn hat dann auch mal ein bisschen grün gepickt, wenn ihr Glück habt, auch mal einen Wurm gefressen. Und ja, der Gehalt an guten Nährstoffen im Ei ist dann höher. Insbesondere ist der Unterschied sehr groß bei den Omega-3-Fettsäuren. Haben wir schon mal ein Video dazu gemacht in Bezug auf Fisch. Wenn das Huhn kein Omega-3 frisst, ist auch kein Omega-3 im Ei. Und Hühner aus Freilandhaltung und aus Bio, in Bio-Qualität haben da deutliche Vorteile. Wenn ihr mal irgendwie auf dem Weg Richtung Ostsee seid, auf der Bundesstraße, weil auf der Autobahn Stau ist, schaut einfach mal, irgendwo auf dem Dorf gibt es irgend so eine kleine Holzbude und da kann man dann rechts und links schon sehen, so transportable Hühnerställe, die dann über eine Wiese gefahren werden, wo die Hühner wöchentlich frisches Gras zu picken bekommen. Und da haltet ihr einfach an, steckt da Geld in eine Kasse, 2-3 Euro und habt super frische Eier. Das sieht man auch schon am Eidotter, dass die andere Qualität haben. Bessere Eier als die gibt es nicht. Ist nicht immer Bio, aber man kann die Hühner da rumlaufen sehen. Die haben ein richtig gutes Leben und die würden wir euch empfehlen. Eier für Kinder sind auch super, enthalten nämlich so 7-8 Gramm Eiweiß pro Ei, je nach Größe. Und für Kinder sind Eier ebenfalls, Kinder sind ja auch nur, mag man keinen glauben, kleine Menschen. Und deshalb sind natürlich für die Kinder Eier genauso gut. So 1-2 Eier auf ein Stück Vollkorntoast ist eigentlich gutes Frühstück und ein gutes Abendbrot. Das war's heute zum Thema Ei. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne dieses Video, auch gerne mit eigenen Themenvorschlägen, denn ihr wisst ja,
Ihr fragt, ich antworte. In diesem Sinne, mehr Mut zum Ei. Und ja, wir haben wie immer eine Kleinigkeit vorbereitet. Also guten Appetit beim nächsten Omelette.